meine Süßen, es ist mal wieder Tag-Zeit. Ich wurde nämlich getaggt von der lieben Miss Sydney 09 und dieses Tag heißt Kosmetik-Steckbrief. Ich finde es total toll, dass du mich getaggt hast und ich mache natürlich liebend gerne mit. Einen dicken Kussi an dich und ja, geht einfach mal auf ihre Seite. Ich setze euch, ich habe gerade was im Auge. Ich setze euch einfach den Link unten nochmal in meine Infobox rein von ihr. Sie ist wirklich eine sehr, sehr bildhübsche Frau und die macht auch ganz tolle Videos, also lohnt sich vorbeizuschauen. Ja, dieses Tag finde ich nämlich sehr klasse, denn es geht natürlich wieder um Kosmetik und es sind wieder ganz viele Fragen und ich werde euch wieder ganz viele Sachen zeigen. Einige Sachen werdet ihr vielleicht schon kennen, denn sie wiederholen sich eigentlich relativ oft bei mir, zumindest ja, was so in meinen letzten Tag-Videos gezeigt wurde von mir. Und ja, aber ansonsten, ich kann trotzdem auch noch ein paar andere Sachen euch zeigen und werde euch auch meine Meinung über diese Sachen sagen. Ich will nicht viel quasseln, aber ich möchte euch trotzdem meine Meinung nennen und damit ihr euch einfach auch einen kleinen Einblick von diesen Sachen machen könnt. Und vielleicht gefallen sie euch ja und vielleicht habt ihr auch etwas zu den Sachen zu sagen. Und ja, daher kommentiert mein Video, kommentiert die Produkte, die euch gefallen, die euch nicht gefallen oder was ihr von denen haltet, ob ihr sie auch habt. Und ja, also schreibt mir einfach irgendwas darunter zu diesem Video, was euch so gerade einfällt. Und vielleicht fällt mir ja noch zwischenzeitlich irgendwas anderes ein, was ich euch fragen werde. Und dann werde ich jetzt auch ganz schnell anfangen mit meinem Tag-Video. Denn die erste Frage lautet Name, Alter und Klasse. Also mein Name ist Katharina und ich bin 22 Jahre alt. Gehe in keine Klasse mehr, denn ich arbeite seit letztem Jahr. Dann zweite Frage, mein Lieblingslippenstift. Mein Lieblingslippenstift ist dieser hier. Und zwar ist das einer von MAC aus einer Limited Edition. Das war, glaube ich, letztes Jahr Sommer. Wenn es mich recht erinnert, aus der Sommer LE. Ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißt. Wer weiß, wie sie noch heißt, dann bitte sagen. Bitte nicht, aber wenn ihr möchtet. Denn dann weiß ich es nämlich wieder. Das ist nämlich der Lustre, sage ich immer, Lustre Lazy Day. Ich finde ihn daher als mein Lieblingslippenstift sehr schön, denn er ist sehr roséfarben. Er hat kein Glänzen, kein Schimmer, nix. Also er ist halt wie ein Lustre Lippenstift ist. Ja, er ist ja einfach toll. Er ist mein Lieblingslippenstift. Ich trage ihn grundsätzlich, wenn ich ausgehe, weil, ja, er ist mir für meinen Alltag zu schade, denn ich habe mir wirklich nur einmal geholt und ich ärgere mich wirklich, dass ich mir nur einmal geholt habe, denn ich habe das Gefühl, er schrumpft und schrumpft und schrumpft. Und daher ist es halt mein Ausgehlippenstift. Und mein Ausgeh-Lieblingslippenstift. Ich finde ihn wirklich wunderschön. Und diese Verpackung ist sowieso dieses Mal von MAC aus der Sommer-LE wirklich richtig toll gewesen. Drittens, mein Lieblingslipgloss. Meine treuen Abonnenten wissen, dass ich einen heißgeliebten Lipgloss habe. Und zwar ist es nämlich immer noch der von NYX. Und zwar die 104 Sweetheart. Er ist wirklich, ja, er ist wirklich ein Traum. Ich finde es wirklich schade, dass ich mir nicht mehr so, wie ich es gerne hätte, meine NYX-Produkte bestellen kann. Zumindest, wenn ihr es besser wisst, korrigiert mich. Ich kenne jetzt im Moment keine Seite mehr, wo ich gerade mal so über Deutschland NYX-Produkte herkriege. Aber wenn ja, wäre es total lieb, wenn ihr mir dann einfach mal unter mein Video einen Link postet. Vielleicht habt ihr ja eine Seite, wo man die noch herkriegen kann. Weil es ist wirklich schade. Ich habe einige Sachen, die ich von NYX toll finde. Und ja, ich zeige es euch einfach gerade nochmal. Und ja, also von daher, wer einen Link weiß, wäre total lieb, wenn ihr mir den einfach nochmal posten würdet. Ja, also das ist mein Lieblingslipgloss, der auch verdammt gut riecht. Viertens, mein Lipbalm. Mein Lipbalm ist, mein Lieblingslipbalm ist von Alverde, der Lippenbalsam und der heißt Calendula, ist jetzt nichts Berauschendes, es ist einfach ein Labello, aber
Riechen tut er überhaupt nicht gut. Trotz alledem ist er wirklich geil. Also er hilft mir. Ich habe euch ja in einem anderen Tech-Video auch erzählt, dass ich den ganz neu hatte und ich euch auch gesagt habe, dass ich den jetzt erstmal testen werde, ob der überhaupt das auch hergibt, was die Tester auf diesen tollen Päckchen, wo man den immer so verpackt kriegt, draufsteht, sagen. Denn er hat mit, glaube ich, sehr gut oder gut abgeschnitten und ich dachte mir, naja, gut, dann verlässt du dich mal drauf und dann testest du es einfach mal selber. Ich habe nämlich schon sehr, sehr viele Balsams und Libellabellus und all so ein Kram benutzt und getestet und verloren und ja, ich bin wirklich sehr zufrieden mit dem. Er macht wirklich geschmeidige Lippen, er schmeckt zwar jetzt nicht ganz gut, aber mir geht es nicht um den Geschmack dann in dem Moment, sondern mir geht es eigentlich darum, dass er mir hilft und dass er meine Lippen repariert. Und das tut er und das hält er, also mein Lieblingslipbalm. Fünftens, mein Lieblingslidschatten. Das ist immer noch mein MAC-Lidschatten und zwar Shale. Ich hoffe, die Farbe kommt gut rüber, denn ich hatte schon mal in meinem MAC-Haul vor ein paar Wochen, vor Monaten, letzten Monat habe ich nämlich auch schon mal darüber erzählt, denn da habe ich mir nämlich drei Lidschatten von MAC gekauft und ja, da war ich sowas von begeistert. Das haben ja auch einige Leute unter dieses Video gepostet, die diesen Lidschatten auch schon zu Hause haben und die auch so wie ich ziemlich begeistert von diesem Lidschatten sind und ja, meine neuen Leute, meine neuen Abonnenten, die das Video nicht gesehen haben und vielleicht noch nicht Abonnenten, aber es noch sein wollen, werden, voll das geile Deutsch, aber die es noch gerne sein möchten oder werden wollen, haha, ja, die können mir ja dann auch, wenn sie möchten, mir einen Kommentar schreiben und ja, sagen, was ihr davon haltet oder mir erzählen, ob ihr den euch gerne kaufen möchtet oder wie auch immer. Einfach mal eure Meinung, würde mich mal gerne interessieren. Sechstens, meine Lieblingspalette. Das ist eine Sleek Palette und zwar ist das die Storm. Also ich bin wirklich verliebt in diese Palette. Wenn es ein Kerl wäre, dann wüsste ich nicht, was ich mit der machen würde. Katharina, quatsch du einen Bullshit. Also, diese Palette ist wirklich der Wahnsinn. Leute, der Wahnsinn. Ich weiß, dass viele Leute diese Palette bestimmt besitzen. Und wenn ihr es nicht tut, dann bitte kauft sie. Kauft sie! Nein, also wirklich, sie hat schimmernde Farben. Sie hat aber auch matte Farben. Also ist wirklich alles dabei. Es sind jetzt keine krassen pinken, lila Töne, aber es sind wirklich wunderschöne, dunkle, warme Farben. Und sie ist wirklich, ja, das ist die Palette. Und bis jetzt hat wirklich noch keine andere Palette, die ich besitze, diese Palette toppen können. Also ist das meine Lieblingspalette. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Siebtens ist meine Lieblingsmascara. Meine Lieblingsmascara ist die von L'Oreal. Und zwar die... Auf dem Kopf geht schon mal gar nichts. Meine meine extra Volumen Kollagen. Leute, was ist denn mit mir los heute? In der Farbe Black. So. Mann. Sie ist, ja, also das ist wirklich meine Lieblingsmascara. Sie ist einfach, ich habe die damals, ich zeige euch mal den Pinsel, wollte ich schon fast sagen. Also ich habe sie mir, letztes Jahr habe ich sie zugeschickt bekommen von I Love Makeup, als ich damals ein Video hochgeladen habe. Und ich habe sie angefangen zu testen und war schon gleich beim ersten Mal auftragen sowas von verliebt in diese geile Mascara. Denn sie hat wirklich sofort ein deckendes Schwarz an meine Wimpern gezaubert. Und sie war wirklich, ich finde meine Wimpern sowieso schon relativ schön, weil ich lange Wimpern habe. Und
dadurch, dass ich lange Wimpern habe, brauche ich auch nicht immer diese falschen Wimpern oder so, was ich natürlich auch total schön finde. Aber ich brauche einfach nur eine perfekte Mascara, die meine Wimpern einfach diesen Blickfang geben, dass sie pechschwarz sind und einfach wuh, nur noch, wenn man mich sieht, diese Wimpern sieht und denkt so, boah, hat die geile Wimpern. Und dieses Gefühl, dieses, boah, ich will geile Wimpern haben, habe ich bei dieser Mascara definitiv. Dann kommen wir zu achtens, mein Lieblingspuder. Das ist von MAC und zwar ist das das Blood Powder. Und so sieht es aus in der Farbe Medium. Ein Jahr hält das jetzt schon. Und ich bin wirklich zufrieden. Es ist zwar teuer gewesen, ihr wisst, ihr kennt MAC. Und MAC ist nicht billig. Und ich habe aber gesagt, ich glaube, das hat um die 20 oder 21 Euro gekostet. Und das ging, klar. Es ging. Also 20, habe ich gesagt, geht. Und dafür, dass es jetzt schon ein Jahr hält, habe ich gesagt, gebe ich da gerne das Geld für aus. Aber ich bin wirklich sehr zufrieden. Es mattiert die Haut perfekt und es hält lange an. Und ich bin sehr, 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 sehr zufrieden. Neuntens, mein Lieblingsnagellack. Also wer schon das mitgekriegt hat und wer vielleicht auf meine Nägel achtet. Meine Nägel sind gemacht. Ich trage keinen Nagellack. Aber das heißt noch lange nicht, dass ich keinen Nagellack besitze oder dass ich nicht auf Nagellack stehe. Denn ich habe nämlich auch schon mal Phasen, wo ich dann einfach mal sage, auch wenn deine Nägel gemacht sind und du vielleicht irgendwelche Muster drauf hast, möchtest du trotzdem deine Nägel lackieren. Und natürlich besitze ich daher auch Nagellack. Und ich habe nämlich auch einen von Bijou. Und das ist mein Lieblingsnagellack. Ja, das ist die, nämlich die 097. Zehntens, mein Lieblingsduschgel. Das ist auch, glaube ich, monatsabhängig bei mir. Also, sobald es leer ist, benutze ich eigentlich gleich wieder neues. Also, ich habe, glaube ich, selten ein Duschgel gehabt, was ich öfters mir gekauft habe. Und im Moment fahre ich sowieso auf diese Balea-Duschgels ab und das ist bei mir zurzeit das Balea Sweet Harmony. Ist auch eine LE, auch so gut wie schon leer. Und es duftet süßlich, frisch. Es ist süß und harmoniert. Perfekt mit meinem Geschmack. Also es ist wirklich sehr süß und wer auf süße Duschgel steht, dem kann ich das gerne mal empfehlen. Dann kommen wir zur 11 und das ist das Lieblingsshampoo. Und mein Lieblingsshampoo ist von L'Oreal und zwar das L-Vital Anti-Haarbruch Aufbau-Shampoo für trockenes, strapaziertes oder brüchiges Haar. Dadurch, dass ich im Moment meine Haare am Züchten bin, brauche ich auch ein Shampoo, was meine Haare unterstützt und meine Haare nicht so brüchig und nicht so strohig und nicht so platt und so bäh macht. Und dieses Shampoo habe ich jetzt schon ganz lange. Ich glaube, ich benutze das schon fast ein Jahr. Also nicht diese Tube, aber diese Sorte. Ich weiß, es ist blöd. Ich kann nicht sagen, ich empfehle euch das, denn jeder Haartyp ist anders und jedes Haar nimmt jedes Shampoo anders auf. Ich habe mir auch schon viele Videos angeguckt, wo er sagt, das ist total toll. Dann habe ich da drauf gehört und habe mir das gekauft und im Endeffekt hat es meine Haare sowas von blöd gemacht und die sahen nur noch sowas von scheiße aus, dass ich gesagt habe, ja toll, ich meine, schön und gut, ne, tolle Worte, aber meine Haare, die finden das nicht so toll. Aber vielleicht gibt es ja jemanden, der auch sowas hat und der da auch begeistert von ist. Und die können sich dann mit mir zusammentun und meine Meinung teilen. Zwölftens, das Lieblingsdeo ist bei mir zurzeit von Playboy. Und zwar das Play It Sexy. 13, Body Lotion. Meine Lieblingsbody Lotion ist die Rilania, die Urea Body Lotion. Für trockene und strapazierte plus raue Haut. Viertens, mein Lieblingslied. Das gehört ja jetzt mal überhaupt nicht zur Kosmetik. Deswegen frage ich mich gerade, warum mein Lieblingslied. Aber es gehört dazu und deswegen sage ich euch auch, was mein Lieblingslied ist. Und zwar ist das von Bob Airplanes.
ich kann es wirklich rauf und runter hören und mitsingen und alles. Ich habe viele Lieblingslieder. Ja, ich habe wirklich viele Lieblingslieder. Aber dieses Lieblingslied ist das Lieblingslied 2010. Plus Shakira Waka Waka. So, das muss jetzt noch dazu kommen. Also die beiden. Sag ich jetzt mal, ich habe zwei Lieblingslieder und sagen wir mal Lieblingslieder 2010. Ja. So ist es. Waka Waka und Airplanes. 16. Nein, nicht 16. 15. 14, 15 und dann kommt die 16. Gut. 15. Lieblingsfilm. Ja, da bin ich auch wieder an dem Punkt. Ich habe mir die Fragen angeguckt und denke mir so, was ist dein Lieblingsfilm? Du hast viele Lieblingsfilme, du bist ein Mädchen und Mädchen haben immer Lieblingsfilme und ganz, ganz viele Lieblingsfilme. Aber meine Lieblingsfilmreihe ist die, ja, die Twilight-Saga. Ja, manche sagen, oh mein Gott! Und andere sagen, aber ich bin, und ja, ich stehe auf Twilight und ich stehe auf Vampirgeschichten und daher gehört diese Filmreihe zu meinem Lieblingsfilm. 16. Kommen wir wieder zum Make-up. Gut, kommen wir wieder zum Make-up. Ich habe euch auch zwei Sachen rausgesucht und zwar habe ich einmal einen Mousse und einmal ein Make-up, ein Flüssig-Make-up. Da habe ich unter anderem von Bobbi Brown das, wie heißt es? So. Heißt es? Steht es da? Ja, hier unten. Steht es? Es ist die Null. Es ist wirklich die Null. Ich war im Douglas gewesen bei uns. Und da gab es mal so Aktionen, wo man sich schminken lassen konnte. Und dann habe ich gesagt, dass ich das mal machen lassen möchte, weil ich einfach mal interessiert daran war, was so eine, ja, Kosmetikerin, die wirklich Ahnung hat, von meinem Hauttyp hält. Und was sie mir für meinen Hauttyp empfiehlt. Sie hat gesagt, Mädchen, das ist die hellste Farbe. Ich so, das ist ja, da bin ich ja fast tot, habe ich gesagt. Ich hatte so ein verdammt ebenes Bild, Hautteint. Es war wirklich, also ich hatte, bevor ich mir dieses Flüssig-Make-up gekauft habe, nicht irgendein Drogerie-Make-up gefunden, was nur irgendwie so war und so gedeckt hat, wie dieses Make-up. Mein Lieblingsmousse ist das von L'Oreal, das Matte Morphose, was jetzt zwar nicht ganz so hell ist, aber es ist die Farbe 110 in der Ivory Rose. Wenn ich dieses Mousse auftrage, habe ich genauso einen verdammt geilen Teint wie bei diesem Flüssigkeits-Make-up. Zwar ist das überhaupt nicht zu vergleichen, aber das ist wirklich, also ja, keine Pore, nichts, gar nichts, alles schön, schön und ja, es bedeckt meine Sommersprossen und das ist mir manchmal auch ganz wichtig. Ja, also das sind so die zwei Punkte, zwei Produkte zu Punkt 16. Durchatmen, gut. 17 und die letzte Frage, das heißt Frage, aber mein Lieblingskosmetikstück ist nicht ein kein Kosmetikstück, sondern das ist meine Lieblingskleidungsgeschäfte. Meine Lieblingskleidungsgeschäfte sind H&M und Pimki. Ja, H&M und Pimki und Tailey Whale. Ja, das sind so die drei, wo ich sage, da gehe ich am häufigsten rein, wenn ich shoppen gehe. Und da sind auch diese Geschäfte, wo ich dann auch immer mit Tüten nach Hause gehe. Das würde ich jetzt einfach sagen. Punkt und fertig aus. Ja, das war mein Kosmetiksteckbrief. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich war ein bisschen wuselig heute drauf.
aber auch gut drauf und ich habe wie immer wieder Spaß gehabt bei meinem Tech-Video. Also ich würde mich, wie gesagt, schon ganz oft gesagt in diesem Video heute über ganz viele Kommentare freuen, über Meinungen von euch, was ihr von den Sachen, die ich euch gesagt habe, haltet. Ihr könnt mir ja alles drunter posten, was ihr gerne möchtet, alles werdet alles los und über Däumchen hoch würde ich mich auch freuen und natürlich tagge ich auch wieder welche und meine getaggten Mädels und Schnuckis, die werde ich alle wieder unten drunter unter mein Video posten. Anschreiben werde ich euch natürlich auch wieder persönlich und würde mich immer wieder darüber freuen, wenn auch alle anderen Leute mitmachen würden, denn ich tagge zwar immer nur einige Leute, aber das heißt nicht, dass ihr, die da jetzt nicht getaggt seid und ihr aber trotzdem mein Video seht, dass ihr das natürlich nicht machen könnt, dürft oder so. Also das ist jetzt nicht verboten, ne? Also, ihr könnt gerne auch mitmachen. Und wenn ihr mir irgendwas Liebes drunter posten wollt oder ob ihr vielleicht auch Lust habt, dieses Kosmetik-Steckbrief-Video zu machen, also auch ein Tag, dann könnt ihr es auch gerne als Videoantwort mir zusenden. Und ich würde mich natürlich darüber freuen. Und jetzt wünsche ich euch noch einen ganz tollen Tag. Und ich bin hibbelig, ja, das habe ich, glaube ich, schon mal erwähnt. Aber ja, ich habe euch alle ganz doll lieb. Und ich würde einfach mal sagen, bis bald. Macht's gut.